Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Ihr seht, ich habe Kaffee in der Hand. Prost auf euch. Kaffee heißt, es ist noch sehr früh. Und sehr früh anfangen heißt bei uns Smoker Action. Kick mal, Freunde. Wir haben hier wunderschöne Baby Back Ribs. Die gehen heute auf den Pellet Smoker. Und wir machen heute Sweet Whiskey Cola Ribs. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Ja, Zutaten, Freunde. Ich habe gesagt, wir machen Sweet Whiskey Cola Ribs. Eigentlich sind es Sweet Whiskey Cola Sherry Vanille Ribs. Also da ist alles Mögliche drin. Das kann nur geil werden, Freunde. Wir brauchen erstmal natürlich hier wunderschöne Baby Back Ribs. Da habe ich schon mal die Hälfte vorbereitet, zeige euch aber gleich nochmal. Für unsere Whisky Cola Soße brauchen wir einen Whisky. In dem Fall habe ich hier den schönen Jack Daniels Honey. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Honey. Knoblauch, Zwiebel, Orange, Vanilla Coke. Ich habe jetzt die in den Dosen genommen, weil das die einzige sind, die ich bekomme, noch mit Zucker drin. Komischerweise sind die anderen alle zuckerfrei. Eine habe ich gerade schon mal runtergeschmissen. Das wird ein Riesenspaß werden beim Aufmachen nachher. Ne? Wir brauchen noch ein bisschen Ketchup. Dann brauche ich zum Bespritzen nachher ein bisschen Apfel-Kirschsaft von Granini. Noch ein bisschen Cola dazu, Rippchen und dann Gewürze von der Spice Bar. The one and only Kirsch-Cola-Rub. Natürlich, Freunde, für Saskia Piment d'Espalette. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Freunde, wenn ihr Bock habt auf die Gewürze von der Spice Bar mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE, 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro auf meinen Nacken. Das war's eigentlich. Wenn ich noch was vergessen habe, steuere ich das nach. Los geht's. Na, zum Vorbereiten unser Rippchen. Keine große Kunst, habt ihr bestimmt schon tausendmal gesehen. Ich zeig's euch trotzdem nochmal. Auf unseren wunderschönen Baby Back Ribs. Ist auf einer Seite eine Silberhaut drauf, die seht ihr. Die sollte noch runter, denn da kommt kein Gewürz durch und das wird dann auch zäh wie Leder letztendlich. Die wollen wir nicht essen. Also die kommt weg. Dafür schnappt ihr euch, naja, erste, zweite Rippe. Geht hier mit einem Löffel runter. Zack. Zieht die nach hinten raus. Nehmt euch ein Stück Küchenrolle. Greift den Spaß und im besten Fall, guck mal, kriegt ihr die so komplett von der Rippe runter. Zack. Die anderen habe ich schon mal vorbereitet, jetzt wird's. Und wenn ihr jetzt alle fertig gemacht habt, dann sehen die ja so aus. Die sind schon okay, wir müssen die nur ein bisschen feuchter machen. Dafür habe ich mir schon mal mein Sprühzeug hier vorbereitet. Das ist halt eine Mischung aus diesem Kirsch-Apfelsaft und Cola. Damit werden wir sie nachher auch besprenkeln. Aber das nehmen wir am Anfang und machen die alle noch mal kurz ein bisschen nass. Dann klebt das Gewürz besser. Ja, und jetzt machen wir nichts weiter, als ordentlich von unserem Kirsch-Cola-Rub über die kompletten Dinger rübergeben. Richtig rauf da. Da müsst ihr auch nicht sparen, ne? Ich mach das mal schnell fertig. Ah, zack, fertig. So sehen die Dinger jetzt aus. Wunderschön. Ihr könnt da natürlich Rub nehmen, was ihr wollt. Aber dieses Kirsch-Cola-Zeug, auch schon vom Duft her, ist wundervoll, Freunde. Wirklich wundervoll. Die Rippchen können jetzt noch mal für 3 Stunden in den Kühlschrank. Oder wie bei uns, wir haben keine Zeit, ihr lasst es einfach sein. Die kommen jetzt auf den Smoker. Der Pelletsmoker läuft. Unsere Rippchen gehen jetzt einfach hier, zack, in diese praktischen Tellerhalter vom schwedischen Möbelhaus eures Vertrauens. Wir fahren den Smoker auf 115 Grad. Und zwar, ich würde sagen, 5 Stunden und dann glazen. Zwischendurch immer wieder bespritzen, so alle halbe Stunde, zeige ich euch gleich. Aber eigentlich Deckel zu und abwarten. Mikrozeitsprung. Die erste halbe Stunde ist durch. Wir gucken mal rein. Ja? Oh, guck mal, da passiert doch schon was. Und das jetzt bitte das erste Mal, wie gesagt, wir machen das jetzt halbstündlich, einsprühen mit unserer Flüssigkeit. Ihr könnt da auch Apfelsaft nehmen. Ich mache das heute mal mit Kirschsaft und Cola, also Kirschapfel und Cola. Schön was einsprühen. Ja. Deckel zu. Wieder eine halbe Stunde warten. Zack, Freunde, unsere Rippchen waren jetzt 3 Stunden schon auf dem Smoker. Sonne kommt ein bisschen raus, ist mal Zeit für ein Bierchen. Prost auf euch. Ja, wir gucken mal. Oh, das sieht doch schon gut aus, oder? Ja, Deckel schnell wieder zu. Nicht vergessen, alle halbe Stunde einsprühen. Aber wir starten jetzt mit unserer Whisky-Cola-Soße. Also Soße, Freunde, oder Glaze. Ne? Wir starten durch. Pfanne ist auf dem Seitenkocher. Da geht jetzt erstmal rein ordentlich Honig. Den lassen wir jetzt ganz kurz karamellisieren, dass er so leicht aufschäumt. Ja, guck mal. So sieht es schon gut aus. Aufpassen, es verbrennt relativ schnell.
da kommt jetzt unser Knoblauch dazu. Also einfach rinpressen. Zack. Ich habe jetzt hier 2-3 Zehen genommen. Macht das bitte alles nach Gefühl, Freunde. Knoblauch. Zack. Und umrühren. Ja, aufpassen, soll nichts verbrennen. Geil, 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 geil. Jetzt kommt unsere Zwiebel mit dazu. Die habe ich jetzt ganz, ganz klein schon mal im Mixer püriert, damit wir die nachher nicht schmecken. Ne? Also die auch noch damit rein. Ist ungefähr eine halbe Gemüsezwiebel. Oh. Das duftet fantastisch, Freunde. Jetzt schnappt euch euren Whisky oder in dem Fall den Honey Jack Daniels. Mal probieren. Der schmeckt super, der schmeckt super. Freunde, wenn Kinder oder Schwangere dabei sind, natürlich nicht, ne? Aber wir können das mal machen. Also ein ordentlicher Schluck Whisky damit rein. Zack. Kurz warm werden lassen und abflammen. Ah, wunderschön. Ah. Jetzt lasst das schön den Alkohol verbrennen und dann geht's weiter. Das Ganze löschen wir jetzt ab mit unserer wunderschönen Cola. Ich starte mal mit der zerbeulten. Bitte, bitte, bitte. Oh, ging noch. Ah, hat er auch eine Weile. Also da gehen jetzt 3 Dosen von unserer wunderschönen Vanilla-Coke mit rein. Wir wollen ja eine Basis haben für unseren Glaze später. Also 3 Dosen rein und das Ganze jetzt circa auf ein Viertel runterkochen lassen. Also Hitze, gebt ihm Hitze. Und zwischendurch können wir schon mal würzen, also ein bisschen Salz. Naja, eine grobe Prise. Abschmecken geht immer später. Ein bisschen Pfeffer. Wundervoll. Und natürlich für Saskia Piment d'Espaletta. Ich würde sagen, so ein halber Teelöffel, aber wir machen das wieder frei nach Schnauze. Na? Ah, ein bisschen Schärfe. Schad nix. Und einkochen lasst. Erbärm, Freunde. Wieder eine Stunde später. Unterschätzt es bitte nicht mit der Zeit. Die Cola braucht eine ganze Weile, um einzureduzieren. Aber so sieht das jetzt aus. Ja, das ist schon fast so ein bisschen Melasseartig, ne? So wollen wir das haben. Jetzt wird noch verfeinert. Und zwar schnappt ihr euch eure Orange, eine Bio-Orange, wenn es geht, ne? Macht ja Sinn. Da kommt jetzt ein bisschen Schale mit rein, also ein bisschen Abrieb. Ja. Das gibt den extra frische Kick da drinnen und die Zitronennote. Jetzt war es fast der Finger. So ungefähr. Guck mal, schön Orangenschale und ein bisschen Orangensaft. Ohne Kerne. Zack, durch die Finger. Ja, das reicht uns. Nochmal einrühren. Und jetzt kommt der Ketchup. Ich nehme jetzt da die ganze Pulle. Das sind so 430 Milliliter oder sowas. Nehmt da, was ihr habt oder wie viel ihr braucht. Aber wir wollen ja ein bisschen Soße haben, ne? Also, Ketchup mit rein. Und auch schön einrühren. Ja, schön, oder? Konsistenz stimmt. Wir müssen noch probieren. Also so, guck mal. Oh, so ist das geil. Aber testen. Geile Zitrusnote, Whisky, Cola, Glaze, perfekt. Jetzt zu den Rippchen. Bärm, Freunde, unsere Rippchen waren jetzt knapp 4,5 Stunden drauf. Das sollte eigentlich reichen, oder? Wir gucken mal. Oh, die sehen schon sehr, sehr, sehr geil aus. Die holen wir jetzt runter zum Glazen. Na, jetzt schnappt ihr euch euren geilen Glaze, ja? Und einfach erstmal rüber. Da muss ja überall was ran. Ein bisschen was behalten wir noch übrig, aber wir verteilen einfach und dann werden die schön, zack, mit dem Pinsel eingestrichen. Überall war dran. Sehr geil, Freunde. Guck mal, wenn die alle so aussehen, wunderschön, oder? Alle richtig was von der Soße abgekriegt haben, dann kommen die zurück auf den Smoker. Jetzt habe ich mir gut eingesaut. Also so, alle wieder drauf. 2 habe ich jetzt mal ein bisschen separat gestellt. Wir kriegen nämlich noch eine liebe Freundin zu Besuch und die ist gerade, wie sagt man, in anderen Umständen. Ne? Also die kriegt keine Whisky-Soße, aber ansonsten geil. Deckel wieder zu und nochmal, ich würde sagen, halbe, dreiviertel Stunde. Zack, erneuter Zeitsprung. Wir haben mittlerweile, über 5,5 Stunden. Wir können nicht mehr, wir müssen jetzt essen. Wir gucken mal rein. Oh, na? Das lässt sich schon sehen, oder? Ich hole mal eine von den Rippchen runter. Und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Guckt euch das an. Ha? Geile Rippe, Freunde. Da ist noch Konsistenz drin. Na gut, wir gucken mal, ob ich die auseinandergerissen kriege. Heiß ist auf jeden Fall. Wir öffnen jetzt hier mal. Oh, guck mal. Ha? Es ist kein Fall of the Bone, Freunde. Aber heiß.
Sieht schön aus, oder? Sieht schön aus. Also für 5,5 Stunden ohne Dämpfen kann man das, glaube ich, machen. Aber ich muss mal probieren. Ja. Ja. So lasse ich sie mir schmecken, Freunde. So lasse ich sie mir schmecken. Oh. Geil. Bin ich schon völlig eingesaut? Wir machen jetzt die anderen Teller fertig und essen dann von meinen Fingern am besten. Freunde, wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über, Like über, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern. Ihr wisst Bescheid. Glocke nicht vergessen. Das war Bobby 0 an der Barbecue. Ich bin draußen. Rippchen. Wir sehen uns am Grill.